Lampukistan Gaming ist hier. Wir sind im Jahre 2010. Demon's Souls, das Original auf der PlayStation 3, erschien 2009 schon in Japan und Nordamerika. In Europa hat es erst den Weg 2010 auf die heimischen Konsolen gefunden. Und warum gucken wir uns das Ding heute an? Natürlich, weil in ein paar Tagen das gute Remake auf der PS5 erscheinen wird. Und deshalb gucken wir uns den Klassiker an, der mittlerweile schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Wir sehen uns dann direkt im Intro wieder. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarvax of the royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarvax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death. I shall guide you. So that you may lull the Old One back to slumber. Und da sind wir direkt im Spiel nach diesem geilen Intro. Wir sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Wir haben keine Angst vor diesem farblosen Nebel. So, wir kennen das alles, ne? Gute Steuerung hier. Wir haben nämlich mal diesen Magier genommen. Der soll relativ einfach sein für den Beginn in diesem Spiel. Und jetzt gucken wir uns hier mal im Tutorial um. Hier sind irgendwie die Nachrichten noch. Ja, genau. Lernen wir, wie wir angreifen. Kein Problem. Guck mal, da ist schon der erste Typ. Er kann noch nicht so viel. Okay. Wir sind natürlich auf der PlayStation 3 unterwegs. Sieht man... bestimmt anhand der Grafik. Die Online-Features sind nicht mehr verfügbar. Die Server wurden
vor einiger Zeit dann doch abgeschalten. Solo kann man das Ding natürlich doch noch weiterhin spielen und auch durchspielen und erleben. Und jetzt gucken wir mal, wie weit uns unsere Reise heute führt. Und, oh, guck mal, da sieht man angeblich einen anderen Spieler, aber bin jetzt gerade nicht sicher. Oh, shit, der macht mehrere Angriffe. Das war ja die Krux, ne, dass man hier erst nach dem ersten Level aufleveln konnte, wenn ich das richtig... oh, da kommt einer in Erinnerung hatte. Oh, oh, oh. Er wurde wütend. Ja, genau. R2 ist der starke Angriff. Und das ist die Parade, der Parry-Move. Okay, wir halten das Schild mal weiter oben. Was gibt's hier? Sichelmondgras. Damit heilen wir uns, glaube ich. Müssen wir noch mal rausfinden, ne? Okay. Alles klar. Erinnert sehr stark, ne, an Dark Souls. Das ist ja der inoffizielle Vorgänger hier, dieses Spiel. Sichelmondgras. Nochmal 3 Stück. Dann kriegen wir aber einiges, wenn wir... Okay, wir haben nicht viel Energie verloren. Obwohl der Sturz relativ weit nach unten ging. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man hier so einen Backstab durchführen kann, wenn der Gegner hier so in die Leere tritt. Oh, was? Hat er mich geblockt oder was? Okay. Rechts unten sind unsere Seelen. 14 Stück haben wir schon an der Zahl. Ja, können wir machen. Sehr gut. 104, damit machen wir den mit einem Schlag tot. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr... Oh, Alter, wo kommt der denn her? Hier oben kommen wir zurück dann in den sogenannten Nexus. Ich höre hier immer Geräusche. Weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwas anderes gibt oder gab. Das ist hier, ne? Hier kommen wir zurück dann. Ja, Leute, wisst ihr was? Dann gehen wir doch einfach hier zurück. Keilstein berühren. Zu einem neuen Bereich warpen. Yes. Okay. Nee, wir sind immer noch im Tutorial, ne? Genau. Pass auf. Oh, da kommt schon der nächste. Digga, Riddersmann. Nimm mal den tot. Wir haben keine Ausdauer mehr. Rolle mit Kreis. Okay. Es war ja das Verrückte, ne? Wenn man hier gestorben ist, ist es nicht wie bei Dark Souls, dass man dann an einem der Leuchtfeuer wieder aufersteht, sondern man muss das ganze Level von vorne nochmal beginnen. Wenn mich meine Informationen hier nicht... irreführen. Jetzt guck mal aber erstmal, wo wir hier lang müssen. Wir können auch hier hoch. Nee, können wir nicht. Wir müssen hier unten lang. Machen wir. Oh, da, oh, was hat der denn? Der blaue Augen, der Mann. Was ist das für einer? Das ist so ein Black Knight oder sowas? Hier ist, ganz schön wütend, der Mann. Alter, jetzt ist er auch mal gut hier. Wie immer, wenn ihr das Schild oben haltet, regeneriert ihr langsame Ausdauer. Oh, fuck! Oh, das war gerade knapp, ey. Ich dachte, der holt uns. Oh, shit. Haben wir ihn, haben wir ihn? Jo, er ist tot. In einer epischen Sterbesequenz geht ihr Mann zu Boden. Oh. Da steht noch so ein Typ. Also, wir können das mal kurz gucken, wenn wir schlagen, ne? Verbrauchen wir Ausdauer. Wenn wir jetzt das Schild oben halten, ne? Dann generieren wir langsam Ausdauer, wie wenn wir es natürlich nicht oben halten. Das ist immer diese Krux, ne? Wie wir uns hier im Kampf... Oh, der ist schon ein bisschen... Boah, Parry Move, Alter! Guckt euch das an! Schon richtig im Modus. Da zappelt er noch ein bisschen auf dem Boden. Kann seinen Tod nicht mehr verhindern. Okay. Da liegt ein Item. Gucken, was das ist. Holen wir uns. Halbmondgras. Okay.
Ah, ich glaube, wir sind hier kurz sicher. Wie war nochmal das Menü? Genau, das war hier, ne? Inventar. Das stellt Trefferpunkte her. Das stellt auch Trefferpunkte her. Und das, Magiepunkte. Okay, also das hier ganz wenig. Das ein bisschen mehr. Okay, wir können das mit dem Steuerkreuz nach unten variieren. Okidoki. Leute, jetzt packen wir mal den Zauberstab aus hier. Blau ist Magie. Zack. Magie ist abartig übermächtig zu Beginn. Noch dreimal Sichelmondgras. Ist halt natürlich die Frage, ne? Will man sich hier durchkämpfen? Sind wir hier richtig? Ja, da. Durch die Souls-like-Spiele? Oder will man sich halt einfach hier als Zauberer einfach durchzaubern? Ich weiß gar nicht, wie weit das in diesem Spiel dann funktioniert, im Endgame. Oder im späteren... Oh, da ist noch einer. Oder halt im späteren Verlauf des Spiels, aber die gehen ja alle mit einem Feuerball tot. Flammenstoß. Da ist noch einer. Der hat eine Armbrust. Der hat eine Armbrust. Können wir schlagen mit unserem Zauberstäbchen? Jo. Der hat noch was. Okay. Endboss oder was? Nee, einfach nur ein neuer Abschnitt. Okay, da kommt noch einer angerannt. Oh shit, wir haben nicht gezaubert. Warum nicht? Ey. Fuck. Okay. Alright. Hier hinten war, glaube ich, auch noch ein Item, ne? Genau. Das ist noch in bester Erinnerung. Überreste aufnehmen. Halbmondgras. Wir wechseln mal wieder zum Schwert, ne? Wir wollen ein bisschen Action haben. Und, gucken wir mal. Hier rennen wir nochmal mit Kreis, ne? Genau. Kommt alles wieder. War hier noch was? Nee. Okay. Hier ist die nächste Nebelwand. Was geht hier ab? Oh, ist ein Gegner. Oh, fuck, Alter. Was ist das denn? Oh, shit. Den habe ich voll vergessen. Oh, mit einem Schlag, oder was? Okay, wir können ihn offenbar nicht blocken. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Du bist tot. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir denn hier... Was hier passiert mit uns? Bin ja gespannt auf die Ladezeiten bei der PS5. Oh. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect them to another. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Genau das war hier das, was passiert, wenn man stirbt, ne, im Tutorial. Das hätten wir auch überspringen können, das haben wir aber nicht getan. Okidoki, können wir das abbrechen? Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, vermagst du deinen Körper wieder zu erlangen. Nexusbindung. Mhm, okay. Jetzt gucken wir uns kurz an, was für ein Item wir da erhalten haben. Was ist Nexusbindung, Leute? Sah aus wie ein Ring. Nee. Kann ich jetzt so nicht... Da ist er. Seelenverlust. Wie kann man sich die Stats Gegenstände anzeigen? Okay, Nexus, Bindung. Ah, pass auf, wir klicken hier die Items hier durch. Schickt den Benutzer nach seinem Tod in den Nexus zurück, doch sämtlich gesammelte Seelen gehen dabei verloren. Das kennen wir schon. Ja, das war der Tutorial an dieser Stelle.
beenden wir das Video für heute und schauen uns aber auf jeden Fall in einem weiteren Video noch den Start und das erste Welt an. Ne? Die hat ja gesagt, wir können hier in 5 verschiedene Welten springen. Mal sehen, wie das dann später aussehen wird. Und ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, als kleine Einstimmung auf das Demon's Souls Remake auf der PS5, dann lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin, ciao und bloß kein Stress.